Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, moin, moin. Und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends. Es ist wieder Zeit für den guten Pete und mich, den ja. Alex. Und wir erzählen euch eine Geschichte. Es war einmal ein einsamer Wikinger, der auf Kickstarter unterwegs war. Sowas in der Richtung. Ah. Naja, also die Welt geht unter, wir sind Wikinger und müssen nochmal in die Geschichte eingehen. Tun wir das oder tun wir das nicht? Das ist so die Kurzfassung, glaube ich, davon. Und haben die Jungs und Mädels, wobei ich mir nicht sicher bin, wie viele Mädels und wie viele Jungs, von Rune Raccoon Games, ein neuer Verlag in der Schweiz, beherbergt, haben uns hier diesen Prototypen vorbeigeschickt und den wollen wir euch jetzt hier mal vorstellen. Wir machen ein bisschen Let's Play. Wir werden es sicherlich nicht bis zum Ende spielen, aber mal ein bisschen anspielen, dass ihr auf jeden Fall mitbekommt, um was geht es denn hier in diesem Kartenspiel. 2 bis 4 Spieler spielbar, 14 plus, sagt die Verpackung ja, hier. Ist auch wichtig, weil es geht so ein bisschen hin ja, und so her. Ein bisschen Backstabbing, überlegen, bluffen in den Kontrahenten ein bisschen hinein bluffen, wenn man es kann. Ja, hineinbluffen, das ist auch nicht schlecht. Ja, und die Damen und Herren hier, Severin und Lukas Kamenich, sind, soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster legen, mit ihrem Erstlingswerk hier in, auch damit dem Verlag gestartet, jedenfalls auf Boardgame Geek gibt es da jetzt noch keine weiteren Einträge zum Verlag und zu den beiden Jungs hier. Von daher sind wir A, mal gespannt, wie dieses Projekt bei euch ankommt und auch B, wie es so weitergeht da mit den Jungs genau. und Mädels. Weil es ist ja alles noch Prototyp, das möchten wir dazu sagen. Das heißt, auch die Regeln können sich noch ändern, weil wir hatten auch die eine oder andere Rückfrage. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen klarer geschrieben. Wir haben einen englischen Prototypen. Wir haben auch schon ein paar deutsche Karten gesehen, die sind da auch enthalten, aber nicht komplett. Das heißt, alles, was ihr hier seht, wird sich noch ein bisschen verändern. Ja, die Grafiken sind noch teilweise gleich. Vielleicht bleiben die auch so, wir wissen es noch nicht. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Kickstarter-Kampagne an, wie gut die läuft, ob man sich noch weitere Artists noch leisten möchte oder kann in dem Sinne. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Wir sind einfach nur hier, um zu zeigen, wie so eine Runde abläuft, was das Spiel kann und ob das was für euch ist. Mhm. Weitere Informationen findet ihr natürlich dann auf der Kickstarter-Seite selber. Entweder seht ihr unser Video da eingebettet schon oder bei Hunter and Friends, dann müsst ihr sozusagen auf den Link dann nochmal hinfinden. Gibt es vielleicht Stretch-Goals und. Dazu wissen wir aktuell auch nichts. Lasst euch da einfach mal überraschen. Wenn ihr dieses Video hier seht, sollte die Kampagne mehr oder weniger auch zeitgleich online sein. Also das sollte vom Timing her gut klappen. Also bleibt einfach mal am Ball, falls euch das Ganze interessiert. Und wenn nicht, dann wisst ihr das auch und ja, schwenkt zum nächsten Projekt über oder spielt ein Spiel, was ihr eh daheim habt. Und Pete, wir fangen jetzt mal ein bisschen an. Ihr seht hier schon vor uns so ein bisschen, wir haben hier schon mal was aufgebaut. Zwei bis vier Spiele, habe ich ja eben schon gesagt. Das Ganze beginnt damit, dass man sich seinen eigenen Clan erstmal aussucht. Wir haben 4 Clans zur Auswahl. Und ich habe mich natürlich wieder mal für die Farbe Rot entschieden. Das ist der Wolfsclan. Und grundlegend besteht so ein Clan mehr oder weniger aus 5 Karten, die 4 Karten auch immer ja, eigentlich die gleichen Karten sind. Also die haben dieselben Effekte, dieselben Werte, aber anderes Artwork. Und der Jarl, also der Anführer von unserem Clan, der hat ja clanspezifisch eigene Fähigkeit. Also ich spiele jetzt hier den Wolfsclan, das Ganze halt hier auch mit so einem ja, schönen keltischen ja, Grafikstil umgesetzt. Und meine Fähigkeit ist so ein bisschen, ich kann letzter Spieler werden, also im Sinne, ich kann Wikinger als letztes platzieren. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das vielleicht ganz interessant sein kann bei diesem Spiel. Und ansonsten sind die Karten immer so aufgebaut, dass sie oben links einen mehr oder weniger Stärkewert haben, also eine Zahl von 1 bis 5 und die jeweilige Bezeichnung der Karte. Ihr seht es hier schon, wir haben hier einen Handwerker, eine Kriegerin, ja, einen Scout, also einen Kundschafter oder Kundschafterin, so ein Elder, wie so ja, ein Elder, ist das eigentlich ein Weiser oder ist es eine besondere Form von Krieger? Egal. Nee, Elder ist ja so ein Dorfältester eigentlich. Ja. Er hat auf jeden Fall oder Clan-Ältester. Er hat auf jeden Fall ein dickes Schwert. Und dazu passend seht ihr hier unten auch, gibt es sozusagen den jeweiligen Effekt. Wie gesagt, die Effekte bis auf den Jarl sind bei Pete gleich. Wir schwenken trotzdem mal ganz um. Ihr seht da, Pete ist der Bär. Ja? Genau. Ja? Was soll man sagen? Ist eigentlich klassisch. Ja? Klassisch, ja. Man kann im Modell stehen. Pete fehlt eigentlich nur noch der Hammer. Ja? Wir müssen nochmal einen Hammer aus der Garage holen. Nee, nicht schon wieder.
bin froh, dass ich raus bin. Nein. Und ihr habt natürlich genau die ähnlichen Karten. Das heißt, 1 bis 4 ist gleich, die Effekte sind gleich, sie heißen gleich. Sie haben ein anderes Artwork. Man hat hier ja so einen kleinen Babybären. Dafür hat schon niedlich aus, ja, ne? Dafür hast du den Wolf. Und der Jarl entsprechend. Mein Wolf wird deinem kleinen Babybär den Chaos machen. Na, warum? Und so ist er. Wie der überhaupt? Bärmaster. Um was geht's jetzt hier bei Viking's Tale? Übrigens, ihr habt das Artwork auf den Karten gesehen und so finde ich auch die Illustration schon sehr, sehr cool, thematisch stimmig gemacht. Es ist ein reines Kartenspiel und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, gegen Monster, aber auch natürlich gegen andere Clan, ja, Krieger, Kriegerinnen zu kämpfen. Wir spielen jetzt hier natürlich nur die Zwei-Personen-Variante. Soweit würde ich mich schon mal auf ein Fenster legen. Das funktioniert, das hat auch seine interessanten Reize, aber ich glaube, so richtig cool wird es dann auch mit 3 und 4 Spieler, wo einfach so ja ein bisschen mehr los ist. Ja, wenn man gegen den Führenden spielt, weil es auch Effekte gibt, die dann immer alle Spieler betreffen, wenn einer zum Beispiel was macht. Ja. Das ist dann natürlich cooler. Wie gewinnen wir das Spiel? Das Spiel ist relativ simpel. Es ist immer noch eine Euro-Mechanik und wir haben ja alle so ein Scorepad und das heißt also, ihr seht ja so eine Punkteleiste. Wer am Ende also das die meisten Punkte hat, gewinnt. Wann endet das Spiel? Das Spiel endet derzeit noch, wenn einer dieser drei Kreaturenstapel aufgebraucht ist. Da sind jeweils 11 Kreaturen drin. Und unter dem 11 ist auch ein böses Bossmonster. Genau, es gibt einen Boss jeweils in jeder Kategorie. Vielleicht sehen wir die auch. Und wenn einer dieser Stapel, wie gesagt, aufgebraucht ist, dann wird durchgerechnet, dann endet es sofort am Rundenende und dann ist es auch vorbei. Ihr seht jetzt hier schon 3 Kreaturenstapel platziert. Es gibt im Spiel 4 Kreaturenstapel. Da wir jetzt nur zu zweit spielen, haben wir einen Kreaturenstapel rausgenommen. Das sind die Wölfe. Solltet ihr aber dann zu dritt oder zu viert spielen, gibt es sozusagen alle Kreaturenstapel. Und das ist korrespondierend auch hier oben mit den einzelnen Spalten. Seht ihr, deswegen haben wir hier eine ganze Spalte immer weggenommen. Das ist so ein Mechanismus, da kommen wir dann auch während wir spielen. Damit werden extra Punkte gescored und das ist auch, was hier so ein bisschen die Taktik ausmacht. Ihr seht hier schon auf der linken Seite sind die Kartenarten, also hier Krieger, der Scout, ne, Craftsman, mit welchen Clan-Leuten wird man denn so ein Monster besiegen, das trägt man da ab und dann will man so ein bisschen Reihen und Spalten voll machen, um extra Punkte zu kriegen, also das ist schon mal so ein kleines Taktikmoment. Und im Zweispielerspiel, wie gesagt, liegen jetzt hier nur 3, ja, kannst du schon mal umdrehen, liegen jetzt hier sozusagen 3 Kreaturenstapel aus. Wir beginnen das Spiel, indem wir von jedem Kreaturenstapel die oberste Karte aufdecken und dann also schon mal wissen, welche Kreatur erwartet uns denn da. Und die 2 anderen Stapel, die wir da nehmen, sind ist einmal der Destiny-Stapel, also ja, das Schicksal, genau, und die Equipment-Karten, also die ganze Ausrüstung. Wir haben am Anfang jeder auch schon eine Destiny-Karte bekommen. Das können unterschiedliche Effekte auf diesen Karten sein. Die können einen selber boosten, stärker machen. Bestimmte Effekte, die können aber auch den anderen ärgern. Also das ist hier auf jeden Fall so ein Spiel, wo man den anderen auch aktiv so ein bisschen... Das auch beabsichtigt ist. Also wenn hier einer nur mit gutem Willen vorangeht und so, dann ist das, glaube ich, auch nicht das Richtige. Das ist ein bisschen schwierig. Und wir werden jetzt hier gleich versuchen, diese Monster zu besiegen. Da werden wir also Karten von uns in diese einzelnen Spalten legen. Wir können, wie gesagt, auch selber gegeneinander kämpfen. Aber in erster Linie versuchen wir halt auch einfach viele Monster zu besiegen. Jedes Mal, wenn wir Monster besiegen, gibt es auch schon mal einen Siegpunkt, einen Ruhmespunkt. Sollten wir ein Bossmonster besiegen, gibt es sogar schon 2. Und ja, dann gibt es noch so ein paar Fähigkeiten. Wir können verwundet werden, wir können erschöpft sein. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Pete, wir haben schon eine Destiny-Karte gezogen. Das ist Spielaufbau, das Spiel umdrehen. Und dann fangen wir also mit Phasen an. Wir haben 9 Phasen derzeit, wie es so schön heißt. Die erste ist, wir ziehen eine Equipment-Karte. Wunderbar, gibst du mir die. Du bist halt, da du ja Startspieler bist, kriegst du die ziehen. Da gehen wir jetzt auch schon mal in hier. Das ist natürlich die Hand, die jetzt dem Gegenspieler, Gegenspielerin verdeckt bleiben sollte. Wie gesagt, 5 Karten, 6, 7. 7 ist auch das Maximum an Handkarten. Also hier vorne jetzt eine Destiny-Karte. Jetzt nicht ganz so wild, aber ihr seht schon, diese Karte ist natürlich
wie man es sich denken kann, ja, eher nicht so schön, wenn man die von Latz geknallt kriegt. Und hier seht ihr jetzt eine Ausrüstungskarte. Es gibt auch wirklich unterschiedliche Varianten, Karten, die einfach die Kampfwerte erhöhen oder die ermöglichen, einen Gegenspieler anzugreifen oder die den Kampfwert nicht erhöhen, aber einen dadurch schützen vor zum Beispiel Verwundungen und. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich am Zug bin? Ich kann jetzt also eine meiner Clan-Karten spielen und beliebig viele Ausrüstungskarten. Aktuell habe ich ja nur eine Ausrüstung, die kann ich, muss ich aber auch nicht spielen. Und das wäre erstmal die Phase, wo ich jetzt hier meine Clan-Leute ausspielen kann. Wir haben ja schon ein bisschen am Anfang über den Jarl gesprochen. Der Jarl hat eine Sonderfähigkeit und diese Sonderfähigkeit, die kann ich ja immer nutzen. Dafür muss ich sie Jarl aber erschöpfen und erschöpfen ist ein relativ einfacher Mechanismus. Man dreht den Jarl sozusagen einfach um, dass also die Jarl-Kartenseite nach außen zeigt, also in Richtung der Mitspieler und ich selber sehe sozusagen hinten nur die grafische Gestaltung und dann bleibt dieser Jarl eine ganze Runde, also sozusagen auch die nächste Runde deaktiviert. Also ich kann diesen Effekt nur alle zwei Runden sozusagen nacheinander, das ist richtig gedanklich, ja, triggern. Und ja, das ist ein netter Mechanismus. Es gibt auch andere Karten, die andere Leute erschöpfen lassen, Monster, die sowas tun und. Guck mal doch mal ganz kurz hier rauf, was du da eigentlich gerade hingelegt hast. Also du hast hier, wir haben ja gespielt mit diesen, was haben wir, mit diesen Riesen oder was? Diesen Feuer, also diesen Feuerriesen, dann den Seeungeheuern und den Untoten. Und du hast dann ein Vierer Feuerriese hingelegt. Der Effekt ist, nach dem Kampf, ja, wenn man den... Ja, werden die alle, die bekämpfen, werden erschöpft. Okay. Ja, also auch wenn du gewinnst, weil normalerweise, wenn man gewinnt, kommt man ganz normal wieder auf die Hand und man kann auch nächste Runde den wieder benutzen. Diesen kann man halt nicht benutzen, weil er halt erschöpft ist. Jetzt seht ihr ja da oben bei den Karten auch Werten, also ein Vierer, ein Dreier und ein Zweier Wert. Das sind jetzt die Kampfstärkewerte dieser Kreaturen und wir müssen über diese Werte kommen. Also mit einem Zweier Scout kann ich diesen Untoten aktuell nicht besiegen, außer ich habe vielleicht eine Destiny-Karte, die den Wert dieser Karte ja irgendwie ein bisschen reduziert. Oh, tja, also hier Endless Legion, der Effekt, falls ihr nicht ganz genau sehen könnt, diese Kreatur wird plus eins stärker für jeden verwundeten Wikinger. Also da muss man gucken, über Zeit kann das ganz schön ungemütlich werden. Definitiv. Ja, ist immer so eine Sache. Okay. Ich werde jetzt einfach mal mich entscheiden. Ich nehme jetzt diese Wikinger-Karte und diese Ausrüstungskarte, was das dann nachher genau macht, können wir euch auch zeigen, wenn wir die aufdecken. Die beiden nehme ich jetzt hier also und entscheide mich jetzt hier für eine Kreaturenspalte und ich gehe einfach mal hier rauf. Ne? Wir lassen an sich theoretisch Platz für eine Karte, weil hier dann noch die Destiny-Cards kommen. Pete kann jetzt auch hier unter mich liegen. Genau, ja? Ich bin jetzt dran. Ich müsste mir jetzt auch einen Wikinger aussuchen und genauso so viel Equipment, wie ich es gerne möchte. Und würde dann gucken, was passiert. Könnt ihr mal zu Pete rübergehen, dann seht ihr auch mal seine Karten. Ich versuche jetzt natürlich diesen Zweier-Untoten zu killen. Ne? Das sollte Pete auch im Klaren sein. Ich habe da eine Karte mit Equipment gelegt. Und da er erster ist, greift er wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendeine Fähigkeit habe, auf jeden Fall der erste an. Das heißt also, da hinzugehen wäre für mich, wenn ich ihn jetzt nicht selber umbringen wollen würde. Ja, das könnte schon der erste Indikator sein. Wenn sich Pete hinter mich anschleicht, hinter mir sich da anschleicht, dann könnte er vielleicht einen Dolch haben und könnte mich hinterhältig meucheln wollen. Ja. Karten ziehen ist ja immer eine nette Sache, aber dann muss man auch Karten benutzen. Ja, das stimmt natürlich. Pete, machst du hier Richtung... Richtung Feuerriesen? Oder? Richtung Feuerriesen. Gehst du Richtung Feuerriesen? Oder ist, Der ist mir ein bisschen zu stark gerade. Ja genau, die Werte insofern, wie gesagt, nur das Bossmonster bringt dann zwei Ruhmespunkte, ob ich nun diesen Vierer niederknüppel oder genau. Nicht. Das erstmal irrelevant. Irrelevant. Genau, das hält, also das variiert halt nur, ob man da hingehen möchte oder nicht. Was haben wir hier? Ich finde das ganz cool. Ich glaube, ich werde sie auf den Weg schicken. Und wir haben ja unseren Jarl. Ich benutze mal die Fähigkeit von dem Jarl,
Der sagt nämlich, wenn ich den benutze, darf ich einem Charakter plus 2 geben. Mhm. Das mache ich mal. Und dann... Ja, jetzt sieht er, Pete hat die Karte umgedreht, ne? Damit ist er gefangen. Ja, aber die zählt halt immer noch als Handkarte. Mhm. Das ist ganz wichtig, wenn man ein Handkartenlimit von 7 hat. Und da ich ein Handkartenlimit von 7 habe, benutze ich einfach mal diese Karte hier. Pete, wo legst du das hin? Plus 2 ist ja schon mal was. Dann lege ich die Karte mal hier hin. Mhm, okay. Also Pete hat da plus 2 durch die Jahl-Fähigkeit, was auch immer diese Karte ist. Also der Jahl selber kann es ja jetzt nicht sein. Also hier kann 1, 2, 3 oder 4 liegen. Genau. Plus natürlich, was auch immer diese Equipment-Karte ist. Jetzt können noch Destiny-Cards gespielt werden. Und ihr erinnert euch, ich habe ja hier noch so eine Destiny-Card. Und warum aufheben? Warum aufheben ist eine berechtigte Frage. Das macht durchaus Sinn. Man kann ja verwundet werden, das haben wir schon gesagt. Vielleicht passiert es auch, dann seht ihr das auch gleich. Ansonsten sagen wir euch auch, wenn man verwundet wird, entweder sagen das Karten oder man verliert halt so einen Kampf. Ne? Mit 2 von den Destiny-Karten, wenn man diese abschmeißt, kann man sich wieder heilen. So, mehr oder weniger in der fast letzten Phase oder so. Also in der Heilungsphase. So. Und ich werde jetzt aber mal diese Destiny-Card hier in Pete seine Spalte legen. Und Pete, möchtest du noch eine Destiny-Card spielen? Hast du überhaupt einen? Doch, eine hat er auf jeden Fall. Die Frage ist, ob er sie spielen will. Nee, will ich nicht spielen. Will er nicht spielen. Okay. Ja, dann drehen wir die ganzen Sachen hier einfach mal um und gehen die dann nach und nach einfach durch von Spalte zu Spalte und gucken einfach mal, was hier so passiert. Ihr seht auf jeden Fall schon, wir beginnen, also hier passiert natürlich nichts bei den Feuerriesen, liegt ja keine Karte, einfach die Kreatur bleibt da bestehen. Pete hat ja hier eine plus 2 durch den Jahl-Effekt gehabt. Also da liegen jetzt sozusagen 4 Punkte. Und er hat eine Rüstung gespielt. Die Rüstung verhindert, dass er verwundet wird, sollte er verlieren. Und ich habe ja durch meine Destiny-Card, durch den Schneesturm, da steht einfach, Wikinger in dieser Spalte bekommen einfach minus 2. Also habe ich seinen Jahl-Effekt damit aufgehoben. 2 ist nicht mehr als 3. Ist nicht mehr das als heißt, 3. Also sie würde verwundet werden und geht dann also exhausted auf die Hand, aber das wird jetzt noch nicht überprüft. Ja. Das passiert dann. Du würdest dann entsprechend die Legion besiegen? Ja, ich habe auch einen Scout gespielt, also 2 plus 1. Dieses Speer- und Schildkarte, die ist eigentlich ganz nett, weil die sagt auch, bis auf einen besonderen Effekt, den Venice-Fang-Effekt, sozusagen diesen giftigen Fangzahn-Effekt, wird der Karteneffekt negiert. Ist jetzt noch nicht ganz so tragisch, aber damit kann man auch, wenn das hier nochmal bei 4 Verwundete liegen oder so, plus 4 ist, hätte man das damit auch canceln können. Ich habe das jetzt schon mal gespielt, aber mit meiner Angriffsstärke von 3 gegen 2 besiege ich auf jeden Fall dieses Monster. Ja, damit haben wir jetzt erstmal diese Effekte abgehandelt. Genau. Dann wird man das entsprechend wieder auflösen, was es ist. Das heißt also, die Destiny-Karte geht hier auf den Ablagestapel. Die Dame ist nur verwundet, das heißt also, nee, nur erschöpft. Meine ich ja, richtig. Die ist erschöpft, die kommt also erschöpft auf meine Hand. Die Rüstung ist verbraucht. Der Legionär hier ist gestorben. Dein Scout hat gewonnen, du ziehst eine Destiny-Karte. Ja, der sagt immediately, also man soll sofort eine Destiny-Karte ziehen für und jeden Wikinger oder Monster, welches besiegt wurde. Es könnte auch sein, dass man vielleicht durch Sachen auch zweimal besiegt. Aber ja, dafür kriege ich jetzt also eine Destiny-Karte und ich bekomme den Scout wieder auf die Hand, nicht erschöpft. Ja. Und das war insofern schon mal ganz sinnvoll. So, genau. Was man natürlich nicht vergessen darf. Ist jetzt genau, wenn man was besiegt hat, muss man das natürlich auch anzeichnen. Ich habe nichts besiegt, ja. Also ich gehe da was leer. Ich habe jetzt also mal ein Monster besiegt, dafür kriege ich jetzt auf einmal schon mal einen Ruhmespunkt. Und ja, jetzt kommen wir hier auf diese Übersicht. Da sind ja die einzelnen Clan-Klassen abgebildet. Ich habe jetzt hier also mit dem Scout, bin ich also hier in dieser Box, habe ich jetzt einen Untoten, also das ist hier die ganz rechte Spalte, da mache ich jetzt sozusagen ein Kreuz und hier möchte ich jetzt immer 3 in einer Reihe haben. Selbst wenn wir hier mit der vierten sozusagen Monsterklasse spielen, dann geht es auch immer nur 3 in der Reihe, ja, das ist quasi das Maximum. Mhm. Und ihr seht hier schon so einen Fame-Point-Bonus, ne? Der Scout gibt mir 4 Fame-Points, wenn ich also 3 in der Spalte oder 3 in der Reihe habe, kriege ich dann diesen Fame-Point-Bonus.
Das versucht man hier also so als taktisches Element zu spielen. Und das ist auch das, was die Sache hier, sage ich mal, so interessant macht. Ich will hier doch mal angreifen, damit ich meine Reihe voll habe. Oder ich gehe erstmal auf immer Untote, weil ich die Spalte erstmal voll habe. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann halt den Scout nimmt, der nur Stärke 2 hat und hier eine 4 liegt und dann irgendwie 3 Equipment-Karten da liegen, dann glaubt ihr da vielleicht, das ist bestimmt der Scout. Ja. Was machen wir dagegen? Auf jeden Fall. So, Piet. Dann, Das hast du eingetragen? Verwundet war jetzt niemand. Verwundet bedeutet eigentlich, dass man die Karte vor sich ablegt. Ne? Dann muss man denjenigen heilen. Also den hat man erstmal nicht auf seiner Hand. Und ja, wir haben es eingetragen. Ja. Dann hätten wir geguckt, ob die Bonusse passieren. Jetzt würde man heilen können. Man könnte also 2 Schicksalskarten ablegen, um eine Person, die verwundet ist, entsprechend wieder auf die Hand zu nehmen. Dann wird der First-Player-Marker geht nach... Der geht zu dir. Einmal zu mir, nach rechts, nach links, nach links. Und dann werden hier die Kreaturen. Ja, wird wieder was aufgedeckt. Wir haben ja nur ein, oder ich habe ein Monster besiegt. Oh, da haben wir jetzt wieder so ein Monster, Endless Legion, wieder der gleiche Effekt, allerdings jetzt als Vierer. Der ist ein bisschen schwer. Man sieht, es wird halt ein bisschen enger. Ein bisschen ungemütlicher. Genau, dann ist die Runde vorbei. Danach fangen wir wieder ganz nach vorne an. Das heißt, es geht jetzt im Cycle weiter, dass wir entsprechend jetzt so lange spielen, bis einer dieser Stapel leer ist. Mhm. Als erste Phase ist wieder, wir ziehen wieder eine Equipment-Karte, aber das Handlimit ist 7. Das heißt, jetzt wird es halt wichtig, wie viele Karten habe ich. Ich habe halt hier auf jeden Fall 4 Sehende und 2 Exhausted. Die Exhausted zählen oder die erschöpften Karten zählen mit zum Handlimit dazu. Das heißt also, ich habe 2, 4, 6. Ich darf also eine Equipment-Karte ziehen. Und du hast auch nur 6, glaube ich. Ja, ich habe auch nur 6. Genau, also darf ich dieses eine Equipment hier raufnehmen. Ja, deswegen Karten speichern oder halten ist halt relativ schwer, weil dann kriegt man halt kein Equipment am Anfang. Und jetzt ist der Piet auch dran, weil Piet genau die Startspielkarte hat. Jetzt darf ich einen Viking spielen. Ja, und die 2 Karten, die bei Peter schöpft sind, ne, die kann er diese Runde verständlicherweise nicht benutzen. Die würden dann aber am Ende dieser Runde dann wieder sich ausgeruht haben. Und dann kann er sie dann für die Runde danach verwenden. Für die Runde danach! Ja, auf jeden Fall. Ich würde das mal einfach so machen. Ja, und guck da nicht so hin. alles gut. Ist auch egal. Ja, normalerweise sollte man deswegen auch nie in Reihenfolge halten, glaube ich. Und auch das Spiel lebt, also wenn man das die ersten Male spielt, kann man natürlich sich überraschen lassen. Ansonsten ist es, glaube ich, wirklich ein ganz schönes taktisches Gemetzel, weil hier diese Monsterkarten, das sind ja auch eine Elf an der Zahl, die kann man sich gut merken. Was ist halt auch umgedreht, ne? Also was ist umgedreht? Vor allen Dingen sehen die Leute, dass ja was umgedreht ist. Das heißt, also sie wissen, welche Karte man auf der Hand hat. Da kann man schon ganz schön Gehirnschmalz. Also wir spielen jetzt gerade hier so ein bisschen aus dem Bauch, aber ich glaube, um das Spiel kompetitiv richtig, richtig gut zu spielen, da muss man schon ein bisschen was mit berücksichtigen. Die ein oder andere Karte da mal wenigstens gedanklich mitzählen. Gut, Ablagestapel. Sieht man so ein bisschen ja was, aber ja. Okay, Piet, du bist auf dieses Monster da gegangen. Ja. Verstehe. Das funktioniert quasi noch nicht so richtig. Ich werde mal... Ich gucke mal, was ich hier nehme. Die Fähigkeit von meinem Jarl, die ist jetzt natürlich irrelevant, weil ich bin eh jetzt der letzte Spieler. Den kann auch kämpfen gehen. Ja, das schon. Kämpfen gehen kann er schon, aber ich sollte mal kurz überlegen, was ich mache. Ja, und dann zu wissen, was da halt liegt, ist halt auch eine Möglichkeit, weil es gibt immer noch Karten, damit kann man andere Spieler hinterrückt der Attentäter einfach aus dem Weg nehmen. Hier was hin. Möchtest du eine Destiny-Karte spielen? Nee, möchte ich nicht. Ich will auch keine Destiny-Karte spielen. Gut, dann gehen wir in die Kampfphase. Piet hat seinen Krieger mit einem Bogen bewaffnet gespielt und ich habe meinen Jarl gespielt.
Die Fähigkeit vom Krieger ist plus 1 für eine Equipment-Karte. Ja. Ja. Und ja, das ist also jetzt eine Zweierkarte, plus 2 ist eine Viererkarte. Der Bogen hat eine Range-Attack. Das bedeutet, Range greift immer, also Fernkampfangriffe gehen immer vor Schwertangriffe. Das heißt, auch wenn ich mir jetzt dahinter gestellt hätte, hätte ich zuerst angegriffen. Das wäre ganz interessant gewesen. Wenn ich aber jetzt vorne liege und hier hinten noch ein Bogen ist, dann hätte meine halt auch zuerst geschossen, weil ich halt höher liege in der Reihen, in der Rangfolge. Und da gibt es im Kampf sowieso eine Rangfolge, also eine Rangfolge, wie alles abgehandelt wird. Das eine ist so eine Berserkerwut. Das kann, Fury. Genau, das heißt im Moment Fury. Das gilt für die Leute und oder für das Tier, glaube ich. Also für die Kreatur, je nachdem, für was das was die Schicksalskarte beeinflusst. Das andere ist dann der Attentäter. Der greift also dann zuerst an, bevor irgendwas anderes abgehandelt wird. Dann kommen die Fernkampfangriffe und dann kommen die normalen Angriffe. Und ich kann Gegner nur angreifen, wenn das die Karte auch erlaubt. Ansonsten funktioniert es nicht. Und es gibt 6 Deutsche in diesem Spiel, die das erlauben. Okay, Piet, du hast also mit deinen 4 Kampfkraftpunkten oder Kampfstärke natürlich dieses Seeungeheuer mit 3 auf jeden Fall erlegt, kann man sagen. Mhm. Und ich habe ja hier mit meinem Jarl 5, hier gab es ja noch keinen, der verwundet ist, also das ist ja eine Viererkarte, habe ich dieses Monster auch erlegt. Sehr gut. Die Fähigkeit von deinem Bogen, die behindert dich aber noch ein bisschen, denn die sagt, dass deine Karte erschöpft ist, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, und jetzt kommen wir zu der Schwierigkeit, weil diese Karten sind nächste Runde einsetzbar. Diese Karte, die ich zurückkriege, die will ich halt am Ende zurückkriegen und dann muss man die halt gleich. Wie sollte man sich denn auf eine bestimmte Seite vielleicht? Nee, nicht Seite. Das ist, wenn ich die kriege und erschöpfe, kann ich die einfach umdrehen. Zum Beispiel. Oder man hat halt ein bisschen Handkartenmanagement. Da muss man mal gucken, genau, dass man da auf jeden Fall nicht durcheinander kommt. Okay. So, dann haben wir hier also die beiden erlegt. Die kann ich hier eben runter machen. Wir kriegen ja schon mal die Xe. Was haben wir hier? Den Krieger, der hat das Seeungeheuer. Kriege ich meinen ersten Ruhmespunkt. Ja. Und ich habe jetzt ja mit meinem Jarl, seht ihr hier auch, ne, habe ich jetzt auch einen Untoten erlegt. Also ich kann natürlich dieses jetzt hier nicht machen, sondern ich muss das jetzt beim Jarl machen, mache ich also hier. Und was auch insofern klar ist, ne, der Jarl mit 5 Angriffspunkten ist natürlich eine sehr starke Karte, bringt deswegen nachher hier auch nur einen Bonus von 1, wenn man hier so eine Reihe oder Spalte mit 3 Kreuzen vollbekommt. Also ihr seht schon, der Krieger mit diesem 1 plus Equipment, was ja eine Zweierkarte denn sein kann, das ist natürlich nicht ganz so lukrativ im Angriff. Aber wenn man die Bonusse vollkriegt, dann kann man da 5 Punkte erzielen. Also ja, nicht vergessen natürlich, hier mein zweites Monster erlegt. Und dafür gibt es natürlich auch einen Punkt. Der Jarl geht hier wieder auf meine Hand natürlich zurück. Das heißt, Bonuspunkte haben wir nicht, verletzt ist niemand. Dann geht die Karte hier wieder zurück. Ja, und diesmal habe ich 7 Karten auf der Hand und ich ziehe auf jeden Fall keine Equipment-Karte. Jetzt habe ich einen Bogen gebraucht. 2, 4, 6, ich ziehe eine Equipment-Karte, vielleicht ziehe ich einen Bogen. Jetzt haben wir hier Rebirth und ein 5er, da ist also der Champion der Untoten. Und dieses Rebirth sagt, wenn ein Wikinger verwundet wird von dieser, ja, von dem Champion, von dieser Kreatur, dann wird der Charakter nicht vor sich ausgelegt, wie es sonst der Fall ist, sondern er kommt hier ins Deck. Er wird also ein Monster. Ja? Und ja, der muss dann erstmal besiegt werden. Erst dann, wenn er besiegt ist, dann, ja, dann kommt er sozusagen wieder zurück zu einem. Das ist also ganz schön unangenehm. Ist für mich auf jeden Fall jetzt schon mal so ein bisschen, wenn ich hier so vielleicht die Taktik hatte mit meinem Scout, hier, sowas, hier jedenfalls diese Spalte vollzukriegen, sollte ich dann jetzt eher darauf umschwenken, vielleicht dieses Einermonster zu nehmen. Piet hat es, da ist der große Vampir, was machst du? Ach, weißt du, ich gehe zu dieser Mini-Oktopus. Hat es genau, schon mal ganz gut festgehalten. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, wenn man halt so eine kleine hat, dann könnte man vielleicht mit einem Bogen, kann man nicht vielleicht übertrumpfen und so, dann kriegst du den vielleicht auch nicht. Okay. Und da kommt die ganze Taktik natürlich mit ins Spiel. Du, ich gehe einfach mal hier hin. Hier mit hin. Der Karte? Mit der Karte. Also wird es nicht der Krieger sein? Mit der Karte.
worauf habe ich Lust? Ja, da hat Pete natürlich schon ganz recht. Der Krieger wäre extrem dämlich, aber, es ist noch ein Aber, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, eine Destiny-Card zu spielen. Also es könnte der Krieger, weil der Krieger ohne Ausrüstung ist ja nur eins. Ne? Ja, eins gegen eins wäre zu wenig, aber hier könnte ja noch eine Destiny-Card. Soweit denke ich heute gar nicht. Ja, soweit denke ich, soll ich mal sagen. Pete, wie weit denkst du denn? Wir sind gespannt. Nicht sehr weit, wenn ich ehrlich bin, aber ich benutze einfach mal mein Jahr, weil er ja plus zwei gibt und drehe den hier um. Auch das sollte man sich merken. Vielleicht gibt es am Ende dann kann ich die nächste Runde nicht benutzen. Das heißt, ich lege ihn mal dahin. Weil den kriege ich diese Runde wieder, den nicht. Und benutze... Ja, vielleicht will ich das gar nicht, aber ich finde es ganz praktisch. Diese Zusammenkunft hier. Ja. Nur die Frage, wo legt er es hin? Na, viel Fein, viel eher. Uiuiuiui, verstehe. So. Geh dann mal hin. Ja, Peter, hast du jetzt, ich hätte schon noch eine Destiny-Karte vielleicht gespielt, aber wenn du das dahin legst, dann werde ich die nicht spielen, die Destiny-Karte. Willst du noch eine Destiny-Karte spielen? Du spielst keine. Ich spiele keine. Lass mich kurz rechnen. Das ist ein Memory-Spiel. Zwei. Dann spiele ich auch keine. Gesagt, getan. Ich drehe mal um, was hier ist. Ich habe hier mit meinem Jahr angegriffen. Und Pete war hier mit dem Scout unterwegs. Plus drei ist also eine 5. Richtig. Und, der ist plus zwei, weil er vom Jahr noch ein... Ja. Genau. Knapps plus bekommen. Zwei, also 4 plus 3 ist 7. Ja, das wollte ich kurz sagen. Pete, gedanklichen Fehler gemacht. Das habe ich beim ersten Spiel auch schon geschafft. Genau. Also 7 gegen 5, 5 gegen 1. Wir haben also beide die Monster hier erlegt. Der Reverse-Effekt, der tritt sozusagen nicht ein. Ne? Mhm. Und sie hat ja hier die Fähigkeit, einfach eine Destiny-Karte zu ziehen. Also eine, weil eine Kreatur getötet wurde. Deswegen geht das auf jeden Fall schon mal weg. Dann kann ich das hier schon mal ziehen. Ja, dann kommen die Karten hier zurück. Die haben wir hier besiegt. Und dann können wir hier das schon mal wieder eintragen. Also hier mein drittes Monster besiegt. Und jetzt habe ich ja mit meinem Jarl ein Seeungeheuer hier besiegt. Na, und ihr seht schon, jetzt würde ich vielleicht gerne mit meinem Jarl den würdest du das? Ich kriege aber auch zwei Fanpoints. Ja, weil du hast den Chef da damit sind wir ja auch schon mal bei drei Fanpoints. Beide. Ja. Kann man schon mal festhalten. So, die Karte gibt es jetzt hier wieder zurück. Heilen müssen wir jetzt nicht. Eh gerade nichts. Wir decken mal hier wieder zwei neue Monster auf. Ja, Wasserungeheuer mit keinem Effekt. Jetzt wieder so ein untoter 4 mit keinem Effekt. Da ist halt immer noch der Riese. Der Riese. Mhm. Und dann, Pete, kriegst du wieder den Startspieler. Nein, der geht davor rum, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Ich habe immer noch 7 Karten auf der Hand. Ich habe jetzt leider auch 7 Karten auf der Hand. Das heißt, Pete beginnt, aber es wird keine Waffenkarte noch. Pete beginnt. Ja, wir haben hier noch niemanden verwundet aktuell. Ach so, den durfte ich letzte Runde nicht benutzen. Den hätte ich jetzt diese Runde wieder. Ja, du darfst dein Jahr jetzt nicht benutzen. Genau, der steht da extra auf da. Ja. Der ist jetzt, den darf ich jetzt nicht benutzen. Dann ist er also auch schon wieder nach vorne. Gut. Heißt. Schwierig, schwierig. Junge Damen und Herren. Wer weiß, wer weiß. Was liegt denn jetzt hier? 4, 3, 4. Und der Feuerriese, der hat diese Fähigkeit, ne, dass man dann erschöpft ist, wenn man gegen den gekämpft hat. Pete hat jetzt noch nicht so eine richtig gute Struktur dazu erkennen. Warrior und Scout. Nee, das stimmt. Du greifst jetzt dieses Seeungeheuer an. Auf jeden Fall. Ich greife das Seeungeheuer an. Du greifst das Seeungeheuer an. Ja, das ist natürlich jetzt so ein Momentum, sehr vorhersehbar. Mal gucken, ob ihr, ohne euch jetzt die Karte zu zeigen, schon sagen könnt, was ich hier für eine Karte hinlege. Ja? Und ob man das, ich weiß nicht, hast du eine, ich sehe, das ist ja auch interessant, also ich jetzt gerade ein bisschen schwieriger, aber ich sehe, Peter hat zwei Destiny-Cards, da kann er jetzt noch eine auch spielen. Alle.
Ich darf alle spielen. Du darfst alle spielen. Man darf alle Destiny-Karten spielen. Okay, man darf auch alle Destiny-Karten auf einen Ort spielen. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen gewagt, aber Pete, möchtest du eine Destiny-Karte spielen? Ja, möchte ich. Mhm. Auf meinen oder auf deinen Ort? Ich spiele einmal einen auf deinen Ort und eine auf meinen Ort. Okay. Ich spiele auch mal, da bin ich jetzt wirklich mal sehr, sehr gespannt. Ich spiele auch mal eine Destiny-Karte auf Pete seinen Ort. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was passiert. Also das hier werde ich wahrscheinlich verritten haben. Aber wir gucken es mal. Jetzt sind wir durch, ne? Keine Destiny-Cards mehr. Hier, na, wer hätte es gedacht? Ich wollte ja mit meinem Jarl versuchen, was zu reißen. Aber ich habe hier, okay, eine minus zwei. Alle einen Schneesturm minus zwei. Bekommen. Und das hat mich total verwirrt. Oh Gott. So. Ja, jetzt haben wir hier zwei Sachen liegen. Einmal ein gutes Omen. Die minus drei bezieht sich hier auf die Kreatur. Aber ich habe hier dieses Challenge gelegt. Ja. Das sagt, dass jetzt hier das Bossmonster aus diesem Stapel, und das ist ja eine Fünfer-Kreatur. Oh verdammt, das wäre ja aber der Knaller gewesen. Ja, das wäre ganz schön knapp vielleicht sogar geworden. Das heißt, jetzt liegt hier diese Fünfer-Kreatur. Minus drei ist 2 und Pete muss ja höher kommen und das schafft er mit der 2 leider nicht. Und da ist dieser Giftzahn. Ja, der heißt nur, dass wenn jemand diesen besiegt, dann ist er auch dann verwundet. Dann ist man trotzdem. Also, insofern also man ist tot oder man ist tot. Ja, aber das wäre halt... Haben wir euch mal gezeigt, dass wir beide quasi jetzt verwundet sind. Genau, was passiert, wenn wir verwundet werden? Wenn man verwundet ist, legt man die Karte vor sich ab. Also ich lege die jetzt mal hier bei mir ab. Mhm. Und man kriegt dafür aber gleich eine Destiny-Karte. Um ihn ja, das mache ich auch mal. Ich nehme die Karte, wie gesagt, nehme die nicht auf die Hand, sondern lege die einfach mal jetzt hier so hin. Ja. Aber eine Destiny-Karte gibt es. Außer aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht möglich. Man wird dann immer an dem Punkt weniger als 7 Karten haben. Ja, weil du verlierst ja eine Karte. Ja, also. Genau. Ja. Und dann gehen die drei Destiny-Karten, die wir gesammelt haben oder hatten, gehen mal hier stiften. Wir haben natürlich jetzt hier nichts besiegt an der Stelle, deswegen gibt es hier auch erstmal keine weiteren Punkte. Keine Ehre. Ja. Mhm. Man könnte jetzt aber schon Karten heilen, wenn man zwei Destiny-Karten hat. Hätte ich mal eine behalten. Ich habe leider nur eine. So ist das. Ja, und jetzt seht ihr aber schon, dadurch, dass jetzt hier mein Jarl verwundet ist, kann ich natürlich den Effekt, den Spezialeffekt nicht nehmen. Und ich bin natürlich auch ein bisschen hier daran gehindert, hier meinen Bonus wirklich zu Ende zu machen, weil dafür muss ich meinen Jarl ja jetzt erst wieder mal heilen, um ihn auf die Hand zu kriegen. Also so war jetzt so mäßig toll. Ja, vor allen Dingen, weil da halt jetzt Monster liegen, die 4-5-4 sind. Ich nehme ja mal wieder hier die Startspielkarte. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde und dann solltet ihr eigentlich mehr oder weniger gesehen haben, wie es geht. Wir haben euch da natürlich noch nicht alle Karten gezeigt, aber das, denke ich, ist auch okay. Wenn ihr wollt, am Ende können wir da nochmal kurz durchgehen, dass ihr nochmal so seht bei den Equipment-Karten, was da so wir los ist. Wir zeigen euch auch nochmal, wie das mit den Fate-Bonus irgendwie funktioniert. Dann hast du das mit dem Real halt geschafft. So. Und so, das sei jetzt mal hingestellt. So, so, so. Jetzt gucke ich mal hier kurz. Ich könnte aber auch hier echt so mit meinem Scout, diese Vierer Untote ist echt so eine Nummer. Ich kann hier echt alles. Ne, warte, wir fangen ja an. Hast du weniger als 6 Karten, 7 Karten? 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe 6 Karten, du hast recht, ja. Wir ziehen ja wieder ein Equipment. Vielleicht hilft dir das. Ja, ich hätte gerne ein anderes Equipment gezogen, aber so ist das nun manchmal. Man, wir sind hier nicht mehr wünscht, dir was. Ja. So ein Kriegshammer wäre natürlich besser, da gebe ich dir recht. Ja, genau. Oder so ein Schwert. So mit plus 3. Dann hier aber jetzt immer. Mal hier mal noch irgendwen. Noch irgendwen? Noch irgendwen und irgendwas. Ja, ihr habt ja natürlich jetzt schon meine Handkarten gesehen und die Auslage hier. Pete weiß natürlich auch von meinem normalen Karten her. Jetzt kommt es wirklich auf meine Destiny- und Equipment-Karten an. Und ja, von daher kann es jetzt sein, dass ich da gefühlt jemanden opfern muss. Ich werde mal jetzt das hier spielen. In dieser Kombination werdet ihr gleich sehen, was da passiert. Ja, ich lege die mal jetzt hier hin. Einfach.
Ja, und da kommt mir natürlich mein Jahr zugute. Ja, den benutze ich einfach mal, um mir ein +2 zu geben, weil ich ja sonst auch vom Equipment her auch nicht so rosig aussehe. Aber ich nehme das mal mit und den hier und lege den einfach mal hier hin und der ist ein +2. Mhm. Okay. Pete, möchtest du eine Destiny-Karte spielen? Theoretisch finde ich die schon sehr stark, aber nein. Tue ich nicht. Möchtest du eine Destiny-Karte spielen? Ja, ich bin echt ein bisschen am Überlegen. Destiny-Karte, ja, nein. Ich will aber vielleicht wirklich eher mein Jahr heilen, deswegen behalte ich die Destiny-Karte doch mal auf der Hand. Und ja, Pete. Ja, spiele ich doch eine. Spiele ich keine? Ja, aber selber will keine spielen. Okay. Will ja meinen Scout auch wieder haben. Dann drehen wir das hier mal um. Ah, hier gibt es auch den Elder. Der hätte auch quasi Destiny-Karten, die den Viking hier als Ziel gehabt hätten, hätte sozusagen auch verhindert. Das war ja der Plan. Der Elder hat hier eine Armor. Ja, das ist vielleicht auch eine Frage, die können wir auch jetzt gar nicht so klären. Das muss man auch mal gucken von den Entwicklern her. Sind alle Destiny-Cards, targeten die auch die Clan-Leute, die Wikinger? Aktuell liest sich das nicht so, sondern es gibt welche, die auch Monster targeten. Mhm. Da würde ich dann sagen, da kann der Elder dann nicht vorschützen. Aber das sind so Feinheiten, die können wir euch jetzt gerade aus diesem Prototyp auch nicht beantworten. Und ja, ich habe hier auch meinen Warrior mit auch Armor gespielt. Rüstungen sind gerade sehr innen, genau. Als Rüstungen Gefühl. Sind gerade wählen, weil ihr seht es ja hier, eine 4 gegen die 5 verliert. Ja, nee, das ist ja +2 vom Jahr. Du siehst, ich vergesse immer seine Jahrfähigkeit. Und da seht ihr hier schon, meine Fähigkeit im Zwei-Personen-Spiel ist vielleicht so mäßig toll, aber im Mehrspielerspiel macht es sicherlich mehr Sinn. Ja. Ich wiederum habe letztendlich hier mit 1-4 verloren, aber durch meine Rüstung werde ich ja nicht verwundet. Aber eine schöne Grafik. Mhm. Sondern ich werde jetzt sozusagen nur erschöpft. Ja, ich würde ja auch gefressen werden, wenn ich den besiege, deswegen werde ich ja auch nur erschöpft. Ja. Gut, Pete, dann legen wir die Ausrüstung mal ab. Und Pete, Rüstung. Ich habe jetzt hier natürlich wieder nichts gerissen und Pete hat schon das zweite Monster erledigt. Den zweiten Boss? Mit dem Elder. Was ist das mit dem Elder in der Mitte? Ja, ich streiche hier hin und her, aber machen tue ich nichts. Ja, aber beide ich kriege auch eine Destiny-Karte. Exhausted. Weil ich das Monster besiegt habe. Ein Bossmonster besiegen bringt 2 Punkte und eine Destiny-Karte. Mhm. Also wir drehen das ja auch nicht um. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, mit 2 dieser tollen Karten, die kann ich halt opfern, da haben wir einen Ambush. Ja. Da ist auch so ein Punkt, wo wir nicht wissen, was das ist. Und die Hopelessness, wo alle Vikings ihre Fähigkeiten verlieren. Lege ich beide ab und damit kriege ich den Scout wieder auf die Hand. Dann darfst du deinen Elder noch, der exhausted ist, auf die Hand zurücknehmen. Der exhaustete Elder? Der kann dem Jarl gleich Gesellschaft leisten. Jetzt ist natürlich alles, was ich habe, sehr limitiert. Ich habe also noch eine 1, 2 und eine 3 auf der Hand. Du kriegst den die Startspielkarte und ich drehe schon mal das Monster. Ja, und das müsste man sich insofern nicht so wirklich merken, aber also ich muss jetzt hier so ein bisschen rüberlegen, aber die 2 Karten sieht man ja, eine 4 und eine 5 hat er nicht, also hat er noch 1, 2 und 3 auf der Hand und das sind natürlich die Überlegungen, die man da berücksichtigen muss. Pete, oder? Willst du noch eine Runde? Oder denkst Nö, wir sind ja eigentlich durch, aber eine Sache haben wir euch nicht gezeigt, das zeigen wir euch jetzt einfach, weil es den Jahr nun leider erwischt hatte. Und was würde passieren, wenn Alex hier noch dieses Ding, also einen dieser Feuerriesen erschlagen hätte, er würde hier also ein X bekommen und hätte jetzt 3 in einer Reihe. Das heißt, er könnte hier eine Reihe ziehen und würde damit diesen Bonus fordern. Das gleiche kriegt 1 Punkt. Und jetzt wurde geguckt, wer von allen Spielern hat die wenigsten Punkte. Die zielen alle noch eine Destiny-Karte. Ja, das ist in dem Fall, in dem Beispiel jetzt, wobei, um das richtig zu stellen, wenn ich so einen Riese getötet hätte, dann hätte ich dafür den Punkt bekommen, weil ich hätte einen Riesen getötet und mein extra Bonuspunkt wäre der gewesen. Und dann wären wir jetzt hier sogar. Dann hätten wir beide noch eine Karte gezogen. Mhm. Ja. Und das geht halt immer so weiter. Und das geht halt auch weiter, indem, wenn er jetzt halt noch hier noch mehr Riesen getötet hätte, hätte er hier auch dran, dann würde er hier nochmal die Punkte kriegen. Mhm. Ja, und wenn er also hier die beiden, wenn er das halt hat, dann kann er sich entscheiden, ob er noch hier einen tötet oder hier einen tötet, dann würde er entweder hier oder hier den Bonus noch kriegen. Und im Viererspiel ist es so, ich könnte halt zum Beispiel hier den Bonus kriegen, aber ich kriege den nicht nochmal
Wenn ich das zum Beispiel mache, dann würde ich den hier nicht nochmal kriegen. Das zählt dann sozusagen. Ja, und wie eben natürlich schon gesagt, sehr lukrativ ist natürlich so ein Bonus mit dem Warrior. Ja, aber der ist halt auch, der ist halt auch schwach. Ne? Es ist halt also ist immer dann, so eine Sache. Ist dann einer dieser Kreaturenstapel leer, ja, also hier kann man keine neue Kreatur mehr aufdecken, dann ist das Spiel zu Ende. Dann guckt man sozusagen, wer hat hier die meisten Siegpunkte, Ruhmespunkte erlangt. Und da, tja, dann ist man der Clan, der es geschafft hat. Dann spielt man eine Runde Blood Rage. Dann geht die Welt nochmal unter. Also die erste Sache ist abgewandt, aber dann schaut man, wer denn untergeht. Mhm. Ja, genau. Ja, also wirklich ein sehr taktisches Spiel. Am Anfang dachte ich auch so, ah, okay, mal gucken. Ja, Artwork sieht natürlich ganz nett aus. Und dann aber wirklich dieses sich merken und halt auch gucken, was hat der andere, wie viel Destiny-Karten hatte. Und das sind wirklich so Dinge, die, wenn man es, was ich ja schon angedeutet hatte, wenn man es wirklich gut spielen möchte oder gewinnen möchte, alles, muss man all diese Elemente mit einbeziehen. Man kennt mitunter unterschiedliche Equipmentarten. Man weiß, so viel wurde vielleicht schon abgelegt. Das kann jetzt nur das sein. Der will vielleicht auch diese bestimmte Monstersache angreifen mit dieser Art von Karte, weil dann kriegt er noch dieses X für die Bonuspunkte. Und das sind alles so Sachen, die sind ganz schön knobelig im Kopf. Wenn man darauf Lust hat, ist das bestimmt eine Sache, die ihr euch da mal anschauen solltet. Apropos anschauen, wir zeigen euch noch mal ganz kurz, Wir haben hier den Rabenclan, ja, und da sehen wir, das sind so diese, sag mal so, Bisschen so schamanenmäßig. Aber auch so ein bisschen eher so schurkenmäßig gefühlt. Okay, im Schatten versteckt hinterher. Alle haben Deutsch dabei. Alle haben so einen meuchelmäßigen Deutsch dabei. Ja. Wie gesagt, das sind die Karten, die haben wieder die Standardeffekte und der hier hat natürlich dann den Sondereffekt. Und wir haben hier dann noch den Hirsch. Ja, wie man hier sieht, hier das Geweih und so. Da haben wir die. Auch nicht ganz so eine gesunde Hautfarbe. Ne? Oft in der Hütte gewesen, im Langhaus unterwegs. Aha, ja, aber sehr viele Kriegerinnen dabei in dieser Sache. Ja, das ist ja schon mal schön. Und natürlich, wie wir bei Vikings gelernt haben, ja, sind die natürlich nicht zu unterschätzen, die Mädels. Auf jeden Fall. Wir skippen hier mal noch ein bisschen durch die Ausrüstungskarte. Ihr seht ja den Dagger. Das ist also eine +1-Karte. Und mit dem Dagger könnt ihr dann Leute, die vor euch sind, attackieren. Den Dolchstoß. Ja. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, kann man damit aber trotzdem noch ein Monster angreifen. Schwert hatten wir, glaube ich, ja schon mal gesehen. Ne? Mhm. Gibt es einfach +3. Dann Speer und Schild hatte ich ja auch schon, eine +1. Und der Effekt der Kreatur, bis wie gesagt dieser vergiftete Zahn gut rausgenommen. Ja. Den Bogen hatten wir ja auch gesehen, +2. Im Fernkampf allerdings ist man dann erschöpft. Die Throwing Axe, also die Wurfaxt, auch eine Range-Attacke, gibt aber nur +1, ein bisschen schwächer als der Bogen. Ja, da ist aber zu sagen, wenn man zum Beispiel, weil man ja mehrere Sachen zusammenspielen kann, ja, wenn man jetzt sagt, ja, wenn man spielt hier also das Schwert und die Axt, dann hat man halt einen Range-Attack von mit insgesamt +4, das zählt schon. Weil man halt zuerst dran ist. Und was man natürlich gerne immer haben will, den Hammer hier. Da gibt es aber auch nur einen von. Da gibt es nur eine +4. Der Runenhammer hier, guck ihn dir an. Ja. Aber da ist man danach auch erschöpft. Aber wenn man so einen Feuerriesen angreift, ist man dann zweimal erschöpft. Ja, man kann an der Stelle genau, so wie wir es bis jetzt verstanden haben, auch nur einmal erschöpft sein. Genau. Schweben wir ja nochmal kurz durch die Destiny-Cards durch, dass ihr wenigstens vielleicht, da lesen wir euch jetzt nicht die ganzen Sachen unbedingt vor, aber hier seht ihr auch mal dieses Fury als Schlüsselwort. Ne? Den Schneesturm haben wir jetzt ja hier auch schon ein bisschen mal spüren gelernt. Ja, so ist es mit der Hilflosigkeit. Gutes oben auch immer schön, um Monster schwächer zu machen. Ne? Der Hinterhalt, um noch eine Karte da aufzudecken, eine Kreatur, die sich dann da nochmal aktiviert. Und wie gesagt, das ist alles Prototyp. Vielleicht in der Kampagne werden vielleicht Bonuskarten oder ähnliches freigeschaltet. Da gibt es dann noch mehr. Hier, was wir haben, ist natürlich ein bisschen limitiert. Und wie es dann am Ende aussieht, seht ihr am besten auch auf der Kickstarter-Seite. Da könnt ihr euch dann informieren, was es alles gibt, wie es aussieht, wie viel kostet, was Shipping ist und so weiter und so fort. Und wir sind eigentlich damit mit unserem Preview durch. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, ob es was für euch sein kann oder nicht. Ich würde sagen, es ist sehr denklastig. Hat man darauf
Bock, ist es genau das Richtige. Will man wenig drüber nachdenken und nur aus dem Bauch spielen, kann man es tun, wird aber wahrscheinlich nicht gewinnen. Ja, das ist halt so der Effekt. Ich weiß, was du denkst. Genau. Ja, und dann, halt dann doch nochmal um die Ecke gedacht und dann leider einmal zu viel um die Ecke genau, gedacht. Genau, und schon hat er den vergifteten Kelch doch getrunken. So sieht's aus. Ja, und ich sag mal so, man muss ein bisschen was abkönnen, wenn man da den Dolch vielleicht in den Rücken bekommt. Ja, auf jeden Fall. Hier ist Backstepping angesagt. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Sagt ihr, eure Spielgruppe ist aller Rado, oh nein, wir wollen uns da nicht gegenseitig attackieren, dann würde ich auch sagen, dann nehmt lieber ein bisschen Abstand davon, weil das ist schon ein anderes Kartenspiel. In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Tag, Abend oder zu welcher Stunde ihr auch immer das Video hier gesehen habt. Schaut einfach mal bei dem ein oder anderen Video von uns rein oder hier auf dem Kanal von Hunter & Friends. Bis dann. Ciao. Tschüss.